Welt 9.1, auch erfolgreich bestanden. Welt 9.2, erfolgreich bestanden. Welt 9.3. Da fehlt mir die mittlere. Da fehlt mir die mittlere. Ich glaube, ups, Welt 9.3 war die mit den großen Schnugelwillis und so, mit den ganzen Wolken. Da möchte ich jetzt... Da möchte ich den Propellerpilz haben, damit ich mich besser umgucken kann. Jo, bo, weil ansonsten macht das hier recht wenig Sinn irgendwie. Denke ich mir zumindest an der Stelle so. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das... Wenn ich genauer gucke, ich müsste es dann wahrscheinlich auch so sehen, aber wenn ich genauer gucke halt. Ja, nee, boink, boink, boink. Oh Gott, mein Gott, ist okay, ist okay. Ist okay, ist okay, ist wirklich scheiße. Okay. Ja, ist wirklich scheiße. Hm, ja, alles scheiße hier. Gut, nee, das muss man auch. Kommt man bestimmt irgendwie an diese Sternmünze auch so ran. Moment, dort unten? Nee. Das war die Röhre. Okay, Röhre. Wo? Ich war in die Röhre reingegangen und dann hatte mich die Röhre irgendwo hingebracht. Aber die Röhre hatte mich dort rausgebracht. Dann, in der Röhre hatte ich die erste Sternmünze gefunden. Das heißt, prinzipiell gesehen. Ach so, nee, Moment. Ich war dort unten rausgekommen, oder? Kann das sein? Moment. Ja. Ja, aha, okay. Ich muss dort oben nämlich noch reingehen, weil da auch die Münzen waren und so. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, beeilen. Moment. Okay. Go, go, go. Laufen. 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 Laufen, 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 laufen. Schnell. Laufen, 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 laufen. 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 Laufen! Wow! Klasse! Okay, wow! Das war die mittlere Sternmünze! Mein Gott, man kommt es da doch irgendwie hin. Zack, so, Pilzkopf. Hab trotzdem keinen Bock auf dich. Nö. Also, ne, ne, ne. Ich muss es ja nicht übertreiben. Kann ich die eigentlich vereisen? Ne, kann ich nicht. Na gut, dann halt nicht. Ja, lauf weiterhin kreischend dort irgendwo auf der Plattform herum. Das ist bestimmt ganz toll und so. Du, 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 du. Boing. So, jetzt wirklich nur noch diesen Level hier irgendwie zu einem mehr oder weniger erfolgreichen Abschluss bringen. Und dann habe ich auch das hier geschafft. Ups, das war dumm. Ja, das war richtig dumm, weil ich jetzt natürlich einen auf Gas geben und so gemacht habe. Ach, ja. Halt, ja, ich wollte den Propellerpilz gar nicht aktivieren. Okay, egal, ich weiß ja jetzt, wo die Sternmünze ist, dann brauche ich mich ja gar nicht mehr so genau umgucken. Du, 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 du. Und nochmal. Ja, dann ist dieses Let's Play ja jetzt irgendwie so ganz bald beendet und so, ne? Das war ja jetzt, ein bisschen abrupter tatsächlich als gedacht, aber echt, ihr habt mich so verrückt gemacht. Ich verstehe es nicht, aber ist okay. Ist wirklich okay. Ja, kann man. Also, ich hab verstanden, warum Welt 9.7 irgendwie, schwierig ist oder schwer sein soll. Hoho. Aber, jetzt, naja, gut, ne? Das ist halt. Ach, hätte ja auch anders laufen können, da gebe ich euch auch recht. Nichtsdestotrotz, ja gut, also wie gesagt, das war dann also an der Stelle fast mein New Super Mario Bros. Fast mein New Super Mario Bros. Wii Let's Play. Und dann habe ich wieder was Mario-Technisches geschafft, worüber ich total froh bin und so. Ja, generell, ach, das war jetzt dumm, weil mit Propellerpilz hätte das jetzt sehr schön werden können. Gut, egal. Da kann ich jetzt an der Stelle nämlich, wenn ich jetzt sowieso, also weil ja jetzt sowieso nicht mehr so viel fehlt an sich, ne? Da kann ich ja jetzt irgendwie auch zu einer Art Fazit tatsächlich von diesem Let's Play kommen. Es war eines meiner besseren Let's Plays, finde ich persönlich auch tatsächlich. Es gab ab und zu zwar mal, insbesondere als es dann mit den Sternmünzen losging, da kam es irgendwie zu, ups, der ein oder anderen, ja, Länge. Könnte man so sagen, ich weiß nicht genau. Aber, und auch so, zwischendrin immer mal wieder, ich weiß nicht, aber ich bin ja diesbezüglich auch sowieso ein bisschen sehr kritisch. Aber, na komm. Boing. Ja, das extra Leben wollte ich an der Stelle nochmal haben. Da bin ich in der Hinsicht ja sowieso ein bisschen sehr selbstkritisch und so. Aber davon abgesehen, nö, war ein... Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Let's Play. Auch weil ich hier sehr viel wieder mit euch so ein ganz klein bisschen interagieren konnte, gewissermaßen. Welt 9.4 und Welt 9.5. Hier unten war jetzt... Nee, war das jetzt die Schneewelt? Nee, Quatsch, das war die Bombenwelt, ne? Mit der Röhre am Ende, wo ich jetzt noch nicht gecheckt habe, aber...
Ich werde es ja jetzt zwangsläufig irgendwie herausfinden. Na gut, okay, mal gucken. Ups. Hm. Dab, 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 dab. Hoppsa. Boah, ja, wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht unnötig spannend machen, Hering. Nein, wollen wir nicht. Das war scheiße, aber jetzt bin ich zumindest drauf. Und jetzt ist es nicht ganz so arschig wie vorhin. Oh, du, 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 hier wieder ein extra Leben. Das finde ich klasse und schön. Und diese kleinen süßen Bob-Oms, die können da explodieren. Das können sie ganz fein. Oh ja, oh ja, oh ja. Ups. Ups, irgendwas. Ich war halbwegs dabei, irgendwie so eine Art Fazit oder sowas zu machen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mir hat das Let's Play viel sehr gefallen. Viel gefallen, ja. Sehr gefallen. Und ich fand es auch wirklich schön, dass ich eben so richtig schön mit euch interagieren konnte und so. Also, dass ihr mir auch viele Tipps gegeben habt und so. Und das hat schon extrem viel Spaß gemacht. Und das war jetzt auch tatsächlich natürlich ein großer Vorteil. Ich meine, New Super Mario Bros. Wii, das hat nun mal tatsächlich, und das habt ihr mir eigentlich bewiesen, das hat so ziemlich jeder Wii-Besitzer irgendwie bei sich zu Hause stehen und dementsprechend wusstet ihr da so gut Bescheid und konntet ihr mir so gut dabei helfen und das war schon klasse und vielen Dank auch nochmal dafür für eure tatkräftige Unterstützung, für eure tollen Kommentare und für, ja, keine Ahnung, dafür, dass ihr euch dieses Let's Play hier mit mir zusammen so ein ganz klein wenig angetan habt. Ich meine, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit an sich, ne? Das ist ja, ich meine, ihr hättet ja in der Zeit auch ruhig irgendetwas anderes Bahnbrechendes machen können. Also, ob das jetzt aber gut, okay, könnt ihr zwangsläufig eigentlich auch weiterhin so halten. Also, dass ihr so ein kleines bisschen, ja, beim dem Hering dann so, ja, genau, hier wollte ich runtergehen. Wollte ich, ne, das zum Schluss, das war eine rote Röhre. Das war eine rote Röhre. Und ich bin eigentlich der Meinung, ich weiß auch, wo diese rote Röhre ist. Aber wofür ist dieser Pau-Block hier? Hm. Ist der jetzt nur... Nee. Ja, nein, vielleicht. Man kann hier nichts mit verschiedenen Plattformen machen. Man kann hier nichts... Man kann hier nichts, man kann hier nichts. Weil wenn man mal so guckt... Wenn man mal so guckt... Wenn man mal so guckt... Ho, 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 ho! Kann ich bitte... Kann ich bitte... Kann ich bitte... Meine Plattform... Ich kann sie nicht wieder haben. Ich hätte nur mal gegen die rote Röhre springen müssen. Verdammt. Ach so, nein. Aha. Gecheckt. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Ich habe es gecheckt. Pau-Block auf gar keinen Fall mitnehmen. Item, Item, Item. Ich brauch deine Eisblume. Ich brauch deine Eisblume. Weil direkt darunter, aus der Röhre, da kam noch eine Piranha-Pflanze raus. Oh, ich bin so doof. Ei, 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 ei. Also scrollen wir uns jetzt hier nochmal munterflockig durch. So, ja. War dann also jetzt wieder ein weiteres Mario-Spiel, dann mehr oder weniger, was ich dann jetzt ganz bald irgendwie so geschafft habe. Und dann können wir jetzt bald irgendwie das nächste Mario-Spiel oder so anfangen. Oder so halt, ne? Ja, höhöhö. Würde ja irgendwie Sinn machen. So ein kleines bisschen. Könnte man dann ja mal so einschieben. Vielleicht, wenn der Hering Lust hat und so. Und vielleicht macht der Hering ja aber auch was anderes. Man weiß es nicht genau. Ups, aber die Mario-Serie an sich, ich glaube, ich werde ihr noch eine ganze Weile irgendwie treu bleiben. Eine ganze Weile. So viele Mario-Spiele gibt es ja tatsächlich. Na gut, es gibt noch haufenweise Mario-Spiele. Aber so Jump'n'Run-mäßig sieht es dann irgendwann tatsächlich ein ganz klein bisschen mau aus. Ja, vor allem was halt so 2D-Jump'n'Runs tatsächlich angeht. Aber das liegt dann halt nun mal in der Natur der Dinge. Nintendo müsste da irgendwie mal mehr Sachen rausbringen. Das wäre irgendwie ganz klasse. Irgendwie, naja, für den 3DS kommt ja jetzt Mario-Teil, der irgendwie so Pseudo-2D-mäßig was hat. Wobei alles, was ich von dem Spiel bisher gesehen habe, das hat mich doch irgendwie sehr stark an Mario Galaxy erinnert. Was jetzt auch nicht unbedingt Schlechtes sein muss, weil Mario Galaxy ja an sich ein schönes Spiel ist. Aber, ja. Also ich werde mir den Teil sicherlich holen, den 3DS-Teil. Aber, ja, gut, okay. So, was richtig. Ich glaube, da war ich jetzt auch vor kurzem in Versuchung. Ich glaube, ich werde mir erstmal dann auch tatsächlich, damit ich mal... Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Bekomme ich jetzt noch irgendwo? Och wehe, ich bekomme jetzt keine mehr. Oh wehe, oh wehe, oh wehe, oh wehe. Ich bekomme jetzt... Oh bitte, oh danke, oh danke. Nein, 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 nein. Okay, Moment. Aber das ist kein Problem, weil, ja, gut. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, meine Eisblume. Jetzt keinen Scheiß machen. Keinen Scheiß machen, Hering. Der Pau-Block, der ist total Arsch-Banane egal, beziehungsweise den machst du am besten jetzt kaputt. Genau so. Zack, zack, zack. Damit er nicht irgendwie so von wegen, oh, Bildschirm ist gescrollt und Pau-Block kommt mit oder irgend so ein Scheiß. Also, man kennt das ja.
Ja. Nein. Nein. Nein, nein. 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 Und dann kommt man da natürlich nicht mehr durch. Wie soll ich denn das machen? Ohne Flachs? Das ist ja irgendwie... Ich muss da früher auf die Plattform drauf. Oh, Mann. Na, 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 na. Ja, toll. Jetzt werde ich hier meine ganzen Leben verlieren. Ja. Ah, kriegt zu viel. Mein Gott. So. Ah. Nichtsdestotrotz. Ja, wollte mir irgendwie mal dann jetzt bei Zeiten den Nintendo DS-Teil besorgen. New Super Mario Bros. Weil den besitze ich auch nicht. Weil, keine Ahnung. Weiß nicht, warum ich einen Bogen um ihn drumherum gemacht habe. Weil eigentlich, ich mag ja Mario. Und ich weiß auch nicht, warum ich im Detail hier lange Zeit einen Bogen gemacht habe. Aber gut, okay. Ist halt so. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht einordnen. Bap, bap, bap. Noch mal Eisblume. Ja, das ist irgendwie total klasse, dass mir hier das ganze Level über suggeriert wird. Du brauchst übrigens zum Schluss eine Eisblume. Du brauchst eine Eisblume. Du brauchst ganz dringend eine Eisblume. Bitte höre auf uns und hol dir eine Eisblume. Wäre ganz viel besser, wenn du auf uns hören würdest, denn du brauchst eine Eisblume. Ja, 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 ja. Das Spiel ist da in der Beziehung total subtil. Ungefähr so wie ihr. Also, wenn ihr mir eure Tipps gebt. Aber ist okay, ja. Das ist, gut. Gut. Gehört dazu. Dab, 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 dab. So, ich möchte irgendwie da jetzt hochgehen und hier bitte nicht drauf gehen. Das wäre mir sehr viel lieber. Sehr viel lieber. Na gut, okay. Ich bekomme ja noch Eisblumenpower weiter hinten. Ja, ja, ja. Ich bekomme noch Eisblumenpower. Ich bekomme noch ganz viel. Bup, bup. Was ich nicht noch alles bekomme, ist der Wahnsinn. So, zack und weg. Oh, und zack und weg. Und gucken. So, dab, 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 dab. Dab, dab. Und hier hingehen. Und gucken. Gucken, 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 gucken. Wäre hier eine Piranha-Pflanze rausgekommen? Ich weiß gerade nicht. Nee. Du, 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 du. Ich muss früher auf die Plattform drauf. Ich werde dann nicht so wirklich drumherum kommen. Upsala. Ich dachte jetzt irgendwie, da wäre jetzt noch einer, aber... Nö, war ja nicht so wirklich. Aha. Okay. Ja, die Piranha-Pflanze vergesse ich irgendwie ganz gern. Ich weiß nicht genau, warum. Dabei ist sie doch so ein süßes, kleines Schatzi-Putzi. So, alles klar. Jetzt aber. Okay, vielleicht kann man den Powerblock auch strategischer tatsächlich irgendwie einsetzen. Aber wenn, dann weiß ich gerade nicht wie. Moment. Zwangsläufig läuft das Ganze doch darauf hinaus, dass ich irgendwie... Ja? Nein! Ey, er geht da jetzt aber auch nicht rein. Verdammt! Gut, okay. Ja, also, das werde ich jetzt tatsächlich mal für euch schneiden an der Stelle, weil, ist besser. Also, wir sehen uns dann gleich an der Stelle wieder mit Eisblume und dem ganzen Kram. So, und da bin ich auch schon wieder. Mensch, ja, an der Stelle, hurra, Powerblock und so, bla, bli, blub. Und, na gut, diesmal lasse ich es jetzt an der Stelle einfach mal. Und dann gucken wir mal, ob der Hering das jetzt nicht vielleicht diesmal hinbekommt. Irgendwie, es ist doch eigentlich nicht schwer. Ich muss doch dann, es ist immer dieser verdammte Bomb-Omp. Ich krieg zu viel hier. Es ist immer dieser. Nein, das darf doch jetzt nicht. Also nochmal, bis gleich. So, und da bin ich wieder an genau dieser Stelle. Ja, ich krieg nochmal zu viel. Also, diesmal muss ich drauf achten. Wenn ich auf die Plattform springe, von... Wow. Von oben rechts wird ein Bob-Omb auf mich geschossen kommen. Ganz zwangsläufig. Wenn ich auf diese dumme Plattform springe. Nämlich genau jetzt. Genau. So, und jetzt mache ich nämlich so. Und jetzt treffe ich die... Was ist das? Oh, das ist ja... Okay, also die Stelle, die ist knifflig. Da gehe ich mit. Das ist schwer. Also finde ich. Aber okay, gut. Also nochmal, bis gleich. So, und da bin ich jetzt schon wieder. Da, 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 da. Das macht ja absolut ganz viel Spaß und so, wenn man die ganze Zeit immer und immer wieder das scheiß Level spielen muss, nur um eine verdammte Sternmütze zu bekommen. Mein Gott, was ist denn so? Da kann ich sein. Moment, genau. So, du kommst jetzt von oben. So, dann... Jetzt treffe ich schon wieder nicht! Was ist denn los? Das will einfach nicht. Ich kapier's nicht. Ich gebe trotzdem nicht auf. So, wir sind da gleich nochmal. So, zwei Dinge, die mir mal eben so ganz nebenbei spontan aufgefallen sind. Ich habe über 6 Millionen Punkte. Aha, ja, da hatte ich ja irgendwie spekuliert und so. Mhm, ja, ja, ja. Zum anderen, ich habe irgendwie scheiß Angst, dass jetzt doch jemand, irgendeiner da draußen auf die Idee kommt, meine, Tode
zählen zu müssen. Wow! Und dabei unterm Strich dann rauskommt, dass ich hier tatsächlich 40 oder 50 Mal oder so drauf gehe. Aber ich glaube, die Sorge war jetzt an der Stelle unbegründet. Jetzt wäre es total lustig gewesen, wenn ich die Sternmünze nicht eingesammelt hätte, während ich hochgesprungen bin. Aber gut, egal. So. Halleluja. Welt 9-4. Boah. Das war eine schwere Geburt mit der Sternmütze jetzt, ganz ehrlich. Weil das zum Schluss und dann immer wieder dorthin spielen und Scroll-Level und grausam. Arg. Okay. So. Gut. Wir haben es fast. Welt 9-5 nur noch. La 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 la. Okay. Wir können Welt 9-5 machen. Wir können... Das war die Eiswelt. Propellerpilz. Propeller. Propeller mich nach oben. Ach so. Aber eine andere Idee hätte ich noch tatsächlich, wie man sonst an die Sternmünze hätte herankommen können. Nämlich... mit... Na, dem Pinguinanzug und dann mit... unter Hilfenahme von... Na... Von Eisbällen und so. Dann hätte ich doch die Fuzzis... Scheiße. Fuzzis vereisen können, oder nicht? Glaube ich. Aber gut, okay. Ist mir schon spontan in den Sinn gekommen. Vielleicht macht das Sinn. Vielleicht aber auch nicht. Hupsa. Okay. Ja, mit Propellerpilz ist irgendwie easy. Weil da kommt man ja gut und flockig munter hier so irgendwie hoch. Und batta, 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 ba. Das wäre ja irgendwie total klasse. Aber ich will es nicht beschreien. Also, ich sag jetzt nichts dazu. Also, ist mir total egal. So, alles klar. Bom, 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 bom. Da, ja, da wäre jetzt mein Pinguinanzug zur Reserve. Aber ansonsten... Mein Pinguinanzug zur Reserve, habe ich gesagt. Oh, jetzt ist das Ding... Na, 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 na. Na, 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 na. Nein. Warum kam das Ding denn jetzt runtergewackelt zu mir? Musste das jetzt sein? Ja, es musste sein, Hering. Oh, Gott. So, Moment, zack, 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 zack. Aha, ja, nö, aber wie soll ich denn das so schnell machen? Bup, 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 bup. Ja, ist klasse. Ja, ja, ist genau, ist klasse. Und so. Oh, 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 es funktioniert sogar. Es funktioniert. Ich bin ja so, wow, es war absolut nicht so gedacht, geplant, whatever. Aber es hat funktioniert und das ist mir jetzt, also das ist irgendwie das Einzige, was jetzt für mich zählt. So, jetzt muss ich nur noch die Sprünge hier einigermaßen... Die Sprünge einigermaßen hinbekommen. Ich kann es mir nur selber kaputt machen. Ich kann es mir wieder nur selber kaputt machen. Noch hat der Hering nichts erreicht. Das möchte ich an der Stelle nur nochmal gesagt haben. Noch hat der Hering absolut gar nichts erreicht. Absolut, absolut null, nada, niente. Aber je weiter er jetzt tatsächlich spielt, desto wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass die ganze Angelegenheit jetzt für ihn seltsamerweise nochmal mit einem Happy End enden könnte. Yes! Level abgeschlossen. Ta, 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 ta. So, jetzt will ich eine Belohnung. Irgendwas. Sag mir irgendwas. Irgendwas Spiel. Yahoo! Du hast alle Geheimnisse in New Super Mario Bros. Wii hey, freigeschaltet. Und das war's jetzt. Gut, ja. Geh weg. Verpiss dich jetzt. Du hast das Spiel durch. Was willst du noch hier? Hau ab. Genau, ja, so fühle ich mich. Gut, okay. Jetzt machen wir nur noch eine Sache tatsächlich. Welt 1. Denn wir waren in meinem Let's Play noch gar nicht bei Peach im Schloss. Ja, da gibt's ja noch so ein Schloss. So ein kleines. Da ist die Peach, ja. Also, vielleicht ist er ja tatsächlich jetzt hier. Ich weiß nicht genau. Springe gegen den Block, um Bonusfilme zu sehen. Der Ausgang ist links. Okay, keine Peach hier. Hätte ja sein können, dass sie dann auf einen wartet, wenn man Bowser besiegt hat. Aber gut, ja. Ich habe also 231 Sternmünzen. Das ist anscheinend das Maximum, was man erreichen kann. Nehme ich jetzt einfach mal an. Außer irgendwie, ich habe mich selber verarscht, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Und, ja, gut, jetzt könnte ich mir eben hier die ganze Zeit Bonusfilme tatsächlich kaufen. Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt an der Stelle will oder auch nicht. Im Endeffekt, ihr könnt sie sich euch ja auch im Internet angucken. Also ich meine, ich könnte jetzt natürlich alle als Bonus nochmal mein Let's Play packen, dass man sich alle hintereinander da nochmal angucken kann. Ich weiß nicht genau. Wenn ihr ja Bock drauf habt, dann hau ich das doch mal rein. Aber ansonsten, boah, ist jetzt im Endeffekt auch Latte, weil da spiele ich ja jetzt auch nichts mehr und im Endeffekt, das ist ja... da werden einem nur Verstecke gezeigt und so. Also absolut schwachsinnig, dass ich sie mir jetzt überhaupt angucke, weil im Endeffekt, ich habe das Spiel jetzt durch. Also von daher, es ist total egal. Jetzt möchte ich nur noch eine Sache tatsächlich schnell überprüfen. Menü. Wir speichern nochmal ganz kurz das Spiel so auf die Schnelle ab. Speichervorgang beendet. Dann gehen wir zum Titelbildschirm. Ja, nein, doch. Wir gehen bitte zum Titelbildschirm zurück. Wir gucken uns das alles nochmal an, genau. Denn wenn wir jetzt
nochmal hier 2 drücken zum Starten. Dann sehen wir hier, tata, Welt 9, 99 Leben, 5 glitzernde, goldene, funkelnde, süße, kleine, knuffige Sterne, die der Hering dort irgendwie hat. Und damit habe ich New Super Mario Bros. Wii erfolgreich beendet. Ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt mir eure Meinung. Und ich hoffe, ja, keine Ahnung. Ich hoffe wirklich, euch hat es jetzt im Großen und Ganzen tatsächlich gefallen. Welt 9 ging dann ja doch ein bisschen schneller als gedacht. Mal von Welt 9.4 abgesehen, aber okay, das... Sowas hätte ich aber schreiben können, dass sowas Arschiges kommt, aber naja, gut, egal. Wie dem auch sei. Mir hat das Let's Play jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und wenn das bei euch rübergekommen ist, dann freut mich das natürlich umso mehr. Und mich würde es jetzt dementsprechend freuen, wenn ihr dann auch mein nächstes Jump'n'Run-Projekt so begeistert begleiten würdet, wie eben dieses Projekt hier. Das wäre irgendwie total dufte. Jo, da würde ich mich freuen. Da wird der Hering sich freuen und ja, da könnt ihr euch dann hoffentlich auch freuen, wenn ihr euch meine Videos dann anguckt. Aber für den Moment soll es das jetzt einfach mal gewesen sein. Ich sag noch ein letztes Mal, New Super Mario Bros. Wii-hee! Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinen anderen Projekten wieder. Wäre irgendwie ganz toll. Hering Ray sagt an der Stelle aber trotzdem erstmal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.